Na, fehlt Ihnen vielleicht auch noch der ein oder andere Tipp, was Sie dieses Jahr Ihren Liebsten zu Weihnachten schenken könnten? Naja, manchmal braucht man ja so eine Idee, so ein kleiner Tipp und dann vielleicht auch so Sachen, wo man gar nicht wusste, dass es die gibt. Oder vielleicht haben Sie auch so Problemfälle in der Familie, die immer sagen, ich habe schon alles, ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll. Oder wirklich Menschen, die tatsächlich schon alles haben, gibt es ja auch. Und da haben wir jetzt tolle Geschenkideen rund um das Thema Gadget. Stimmt's, Ralf? Ja, richtig. Und man hat vielleicht auch Freunde, denen man gar nicht unbedingt so ein ernsthaftes Geschenk machen will, sondern und damit beginnen wir ein nicht ganz ernst gemeintes Geschenk, weil es einfach außergewöhnlich lustig ist, wie ich finde. Jetzt haben wir natürlich, werden wir wahrscheinlich wieder Zuschriften bekommen mit, ach, das ist doch nichts und was weiß ich. Es steht der Humor im Vordergrund. Und ich darf dir mal die junge Dame geben. Das ist ein ganz normaler Stifthalter, aber etwas ganz Besonderes. Und das wäre jetzt so eine Geschenkidee, so ein Gadget für jemanden, der eben einen Freund hat, den er beschenken will, der so einen trockenen Bürojob hat. Ja? Ja. Weil jetzt stell dir vor, und du darfst jetzt mal den Stifthalter benutzen und den Stift ablegen, was dann passiert. So, unsere junge Dame hat übrigens auch einen Namen, die heißt Popolina. Ja? Und jetzt, das ist ein ganz normaler Bürostifthalter für einen Kugelschreiber, der ist übrigens im Lieferumfang mit enthalten. Und jedes Mal... Ja. Also hier muss man sagen, das ist für einen guten Freund, dem man einfach mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen anderes Geschenk machen will und der auch Humor versteht. Ja? Naja, oder wenn man eben jemanden hat, der im wahrsten Sinne des Wortes einen Stock im Hintern hat. Ne? Gibt es auch solche Menschen? Ach, du meinst als kleiner Wink mit dem Zaunfall? Genau, genau. Und da könnte ich mir das auch gut vorstellen. Es ist einfach ein toller Gag für 7,55 Euro. Ja? Gerade für, ich sage jetzt mal, vielleicht auch für den Büronachbarn, ja? Mit dem du das Büro teilst, den einfach mal so ein bisschen zum Schmunzeln bringen. Und jeden Tag, wenn er dann seinen Stift ablegt, hier... Hat übrigens auch einen Ausschalter, also man kann den auch so benutzen, ohne dass Popolina hier Geräusche macht. Und jetzt bitte, bitte keine bösen E-Mails, das wäre sexistisch oder so. Das ist nicht einseitig, wir werden gleich noch das männliche Pendant dazu haben. Da, den haben wir gleich auch noch. Also es ist einfach ein Gag und nur als einen solchen zu sehen. Ja? Mal hier, da stehen sie schon alle rum und müssen schmunzeln. Aber es ist auch ja. Sowas zum Schmunzeln, weißt du? Wie gesagt, jemanden, oder wenn man etwas nicht ganz so ernst nehmen soll. Und funktioniert ja auch ohne Ton. Sie sehen das ja schon, wenn der Stift hier einfach nur steckt, geht das natürlich auch. Und für 7,55 Euro, da macht man ja alles richtig. Es gibt ja wirklich auch Kugelschreibersammler. Mein Opa, der war mal leidenschaftlicher Kugelschreibersammler. Und warum auch nicht für einen besonderen Kugelschreiber einen besonderen Stifterhalter? ganz besonderer Stifterhalter, da hast du absolut recht hier. Und ich finde es einfach lustig, ja? Es ist ein Gag. Ich könnte mir auch, oder ich weiß auch zwei, drei von meinen Freunden, die also wirklich so Bürohengste sind, einer davon arbeitet auf dem Finanzamt, der wird sowas von mir kriegen. Das ist auch Aber du, der versteht, man meint ja immer, die beim Finanzamt wären so trocken, der versteht wirklich Humor, das ist ein Pfundskerl, ja? Hat halt diesen Job, der ja auch gemacht werden muss, aber der wird, ich weiß bloß noch nicht, ob ich ihm Popolina oder Popolino kaufe. Naja, ich glaube, angedacht ist es, dass man den Männern die Frau schenkt und den Frauen die Männer, oder? NC 1045 und die 569 ist hier für die Bestellnummer. Aber man kann bei dem Preis von 7,55 Euro ja natürlich auch beide bestellen. Ne? Ist ja wirklich ein kleines Geld. Also, das macht ja mal richtig Spaß, gell? Ja. Ja, dachte ich mir. Also, aber die Damen kommen natürlich auch nicht zu kurz, denn hier haben wir das Männlein, der sieht richtig schön aus mit seiner überdimensionierten Nase. Und auch hier natürlich ein Stifterhalter. Oh yeah. Ja, und der macht genauso Geräusche und bewegt sich. Das ist einfach toll hier. Ja. Oh, okay, gut. Also auch hier heben wir beide mal nebeneinander, würde ich sagen. Ja, und zwar hier schauen wir sie uns an. Popolina, Popolino. Und Sie entscheiden jetzt, wer von den beiden Ihr Favorit ist. Der sieht natürlich auch gigantisch aus von der Seite. So ein Brillenträger, ja, Halbglatze. Das ist so, ja, einfach lustig. Man muss es sich einfach von der humoristischen Seite betrachten. Und das kommt sicher gut. Aha, bei dir reagiert er mehr als bei mir. Was ist das jetzt aufgefallen? Die Männer bekommen die Frau. Ja,
Also, nehmen Sie das nicht so ernst, aber Sie haben mit Sicherheit auch in Ihrer Bekanntschaft, Verwandtschaft oder in dem Freundeskreis jemanden so ein Bürohengst, ja, der einfach auch mal ein bisschen Abwechslung auf dem Schreibtisch braucht. Und dann ist das natürlich das Perfekte. Übrigens, fürs Wichteln ist das auch ein richtig geiles Teil. Das kann man ruhig sagen. Das ist auch eine schöne Idee. Vor allem für 8,50 Euro. Manchmal hat man ja so eine Grenze, vielleicht 10 Euro. Und das ist natürlich toll. Jetzt natürlich auch in Kombination gerne mit Popolina. Und hier für den Popolino bestellen Sie bitte die PE8144 und die 569. Die haben beide die gleiche Unterhose an. Ist das mal aufgefallen? Ah, okay. Im Dutzend billiger, könnte man da vielleicht sagen. PE8144 und die 569 für unseren Popolino. Und Popolina hat die Bestellnummer NC1045 und die 569. Und das hier wirklich mal was ganz Humorvolles. Ich finde, der Alltag, das Leben ist doch eh schon traurig und trist. Und da kann man sich so ein bisschen, gerade bei der Arbeit verbringt man doch die meiste Zeit. Und wenn man sich da, gerade wenn man schlechte Laune irgendwie hat, weil der Chef einen wieder gestresst hat, dann holt man sich so ein bisschen gute Laune und Schmunzeln an den Arbeitsplatz. Und das hier für 8,50 Euro. Ja. Über unser nächstes Gadget und Geschenk würde ich mich, glaube ich, sehr freuen. Ja, ich glaube, jeder, der gerne Wein trinkt. Und ich hole es mal von unserer Pyramide. Hier oben steht mein Paket. Und jetzt wird nicht jeder sofort erkennen, was das ist. Ich stelle es jetzt einfach mal kommentarlos hin. Da ist übrigens auch ein Ständer mit dem Lieferumfang enthalten. Aber so sieht es aus. Sieht richtig edel aus. Ja. Ne? Und im ersten Moment dachte ich Salz- oder Pfeffermühle. Mhm. Ja. Stimmt. Ist aber weit gefehlt. Das ist ein Korkenzieher. Und zwar für alle Weinkenner. Also ich meine, heutzutage hast du viele Weine im Discounter oder so mit Drehverschluss. Mhm. Die mag ich aber nicht. Wenn, dann muss es ein Korkwein sein. Ja. Genau. Und jetzt können wir hiermit ohne Kraftaufwand so oft wir wollen, den Korken ziehen. Und zwar, du siehst, hier unten ist natürlich der Korkenzieher eingebaut und du drückst hier, du siehst das, man hört es gleich und dann wieder nach oben. Also einfach Kraft, ohne Kraftaufwand den Korken ziehen. Ja, und wo ist jetzt die Flasche? Also wenn, dann müssen wir da die Produkte auch vorführen. Also ich dachte, ich habe mich jetzt auf eine Verkostung gefreut. Ja, es gibt keinen Apfelsaft mit Korken. Ja? Und wir haben ganz einfach Alkoholverbot während der Sendung, aber macht doch nichts. Schade. Ich glaube, wie ein Korkenzieher funktioniert, wissen Sie auch. Und jetzt einfach mal an einen Weinkenner, den man in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft hat, so etwas Schönes verschenken. Übrigens keine Batterien wechseln oder ähnliches, das ist akkubetrieben. Ah. Also du lädst das dann wieder auf, aber der Akku hält lange, weil so oft benutzt du das ja nicht. Ein schöner Ständer noch dabei und dann kannst du das schön auf dem Tisch präsentieren und wenn die Weinflasche dann kredenzt wird, ja, dann machst du die eben mit diesem elektrischen Flaschenöffner auf. Sieht natürlich auch schöner jetzt aus als Geschenkset, wenn Sie eine Flasche noch... Meistens schenkt man ja eine Flasche Blanco, ne? Und dann sieht das immer so ein bisschen nackig aus. Aber die Flasche Wein, dann daneben hier noch diesen Korkenzieher. Wunderschön. Und da hast du eben gleich ein komplettes Geschenk. Und das sind wieder so tolle Geschenkideen, wie ich sagte, wenn man mal nicht weiß, was kann derjenige noch gebrauchen. Und das ist wirklich was super Schönes für 16,10 Euro. Ob es jetzt der Weißwein ist, Roséwein, Rotwein, es macht einfach viel mehr her. Noch ein Schleifchen drum und da ist man fertig. Richtig, man darf sich das natürlich auch selber kaufen, weil ich glaube, das macht einen ganz anderen Eindruck, wenn die Gäste kommen und du mit diesem elektrischen Korkenzieher die Flaschen öffnest. Das hat einfach Stil, das hat Klasse. Ja? Und Weinkenner trinken, soweit ich weiß, wirklich nur Weine mit echtem Korken und nicht mit diesen Schraubverschlüssen. Und für echte Korken brauchen wir einen wirklich schönen Korkenzieher. Und das ist wohl mit der schönste. Und es ist ein Malheurverhinderer. Hast du das schon mal gesehen? Es gibt ja diese Handkorkenzieher. Mhm. Und da musst du ja ziemlich Kraft aufwenden. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass der Ellenbogen, der zieht, erstmal irgendwo hingeht. Oder der Arm, der die Flasche hält, auch irgendwo hin. Und Rotwein gibt schöne Flecken, wenn du da eine kleine Bewegung machst. Alles schon erlebt, das passiert hier auf gar keinen Fall, weil du keinerlei Kraftaufwand hast. Das macht alles der Elektromotor hier drin. Nochmal Akku betrieben, also auch keine Batterien kaufen oder ähnliches. Einfach nur stilvoll Weinflaschen öffnen. Ich bin auch begeistert über den Preis von 16,10 Euro. Ja. Weil normalerweise, gerade Sie sehen das hier, hochwertigste Optik, tolle Verarbeitung, ja, sehr, sehr schick und edel gemacht. Normalerweise würde sowas viel mehr kosten. Auch hier laut unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers 30 Euro und jetzt für 16,10 Euro. Das ist doch mal ein Highlight, oder? Und das, du hast recht, man erkennt auch nicht gleich, was es ist. Das ist eben das Schöne. Und wie gesagt, auch für einen Weinkenner, oder man muss jetzt nicht nur einen Weinkenner das schenken, ne? Auch einfach jemand, der gerne Wein trinkt. Der hat es auch verdient, so was Schönes und stilvoll seine Flasche zu öffnen. Und du hast schon recht, manchmal ist es wirklich sehr, sehr schwierig, dann
einen Korken professionell zu ziehen. Meistens bröselt der dann auch. Und ich kenne das ja selbst. Ich frage auch immer meinen Freund, ob er das mal aufmachen kann. Und hier kann das jeder selbst machen. Ja, und zwar ohne Kraftaufwand, ohne Malheur und richtig stilvoll. Das stilvoll, das finde ich wirklich mal außergewöhnlich. Weil stell dir jetzt mal vor, Freunde kommen und du sagst, du machst die Flasche Wein auf. Ohne Kommentar nimmst du das und machst dann so vor den Augen deiner Freunde diese Flasche auf. Die kriegen schon mal große Augen. Weil sowas hat nicht jeder. Hat auch, viele haben es noch nie vorher gesehen, dass es sowas überhaupt gibt. So einen elektrischen Flaschenöffner, und dann wird man da natürlich auch mit Sicherheit drauf angesprochen. Wow, was ist denn das für ein schönes Teil? Würde ich mir gleich mehrere bestellen für den Preis. Immer wenn man irgendwo mal eingeladen ist, da hat man gleich mal was auf Vorrat, wenn man verschreckt jetzt nicht weiß, oh, wir sind in einer Stunde zum Kaffee eingeladen oder zum Dinner, dann kann man das ja auch mal mitnehmen. Eine Flasche Wein haben sie vielleicht eh immer zu Hause, und dann ist das eben komplett. Die Bestellnummer ist die NX6180 und die 569. Für unseren wunderschönen elektrischen Korkenzieher. Sehr, sehr edel, sehr, sehr schick. Das braucht man einfach. 16,10 Euro ist ein super Preis. Wir haben es gerade gesehen, laut unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers hier 30 Euro. Und das Ganze wird im Akku betrieben, also auch keine Batterien nötig. An alles gedacht. Und wir denken bestimmt auch mit unserem nächsten Geschenk und Gadget an alles. Denn derzeit, guck mal. Ja, was für mich, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre das Gadget, was ich dir schenken würde. Und Ihnen möchte ich es erstmal zeigen. Es ist gar nicht so groß, hat also Platz in so einem kleinen Karton, aber es ist groß in der Wirkung. So, jetzt wird der eine oder andere wieder überlegen, was ist das? Wenn man so anschaut, kommt man nicht gleich drauf. Aber wenn wir hier vielleicht die Seite anschauen. Das ist eine Powerbank, ganz normal, mit der ich also mein Smartphone des Öfteren aufladen kann. 5200 mAh heißt, also 2-3 Mal kann ich mein Smartphone damit aufladen. Und wir sehen hier eine Taste, damit können wir drücken, dann sehen wir auch gleich die Ladestandsanzeige hier unten an diesen kleinen LEDs. Aber jetzt kommen wir zum ganz Besonderen. Wir haben hier ein wirklich schönes, angenehm anfühlendes Material, nämlich Aluminium. So, und jetzt haben wir hier die An-Taste, und wenn ich hier jetzt 3 Sekunden drauf bleibe, ungefähr 1, 2, 3, jetzt wird eine Wärmefunktion hier erzeugt, und zwar ist das jetzt ein Handwärmer. Und du darfst es jetzt mal in der Hand halten, und du wirst merken, innerhalb von wenigen Sekunden wird es warm. Und zwar in 2 Stufen, einmal 45 bis 50 Grad. Wenn du jetzt noch mal kurz auf die Taste drückst, dann gibt es eben 55 bis 60 Grad. Und da Die kannst du auch gut in der Hosentasche tragen und kannst eben deine kalten Hände immer, wenn sie zu kalt werden, in 0, nichts aufwärmen. Da braucht man ja unbedingt 2 Stück. Ja, ich würde die ja wirklich links und rechts dann in die Jackentasche, weil im Winter hat man ja eh häufig dann noch seine Hände in der Tasche drin. Und dann ist das natürlich ganz praktisch. Also für 16 Euro gleich 2 Stück bestellen, jeweils für links und für rechts. Und das geht echt schnell. Das ist ja sofort warm. Das ist der Hammer. Also gefällt mir sehr gut. Die Optik natürlich auch super edel und ist eben nicht nur als Handwärmer zu nutzen, sondern eben auch als Powerbank. Und da brauchen wir, glaube ich, nicht erklären, für was man das nutzt. Aber sieht auch sehr edel aus. Ne? Also ein Powerbank kann jeder immer gebrauchen. Das ist ganz, ganz klar. Aber jetzt hat man eben mal kalte Hände. Und da muss man nicht so da, sondern man nimmt diese Powerbank. Und jetzt, ich merke schon, deine Hände werden deutlich wärmer. Siehst du, so einfach kann man so ein Problem mit kalten Händen lösen. Und wenn Sie eine Kollegin haben, meistens sind es ja die Damen oder auch eine gute Freundin, die immer kalte Hände hat, das hier ist die perfekte Powerbank, und sie kostet ja auch nicht mehr als eine normale Powerbank. 5200 mAh, da ist 15 bis 20 Euro ein ganz regulärer Preis, aber die haben alle nochmal eben keine Handwärmefunktion, und die haben wir hier. Boah, wie schnell das auch ging, ne? Das ist richtig angenehm und warm. Das gefällt mir super gut. Und nicht nur mir gefällt das. Weil es gibt ja auch gerade so jetzt nochmal, weil wir Weihnachtsmarkt auch angesprochen haben, es gibt ja so kleine Handwärmer. Die musst du dann immer aufknicken. Ne? Du weißt, welche ich meine. Die sind auch schön, aber die halten meistens nicht so lange warm wie das hier. Und das ist ja wirklich enorm, wie auch so angenehm. Ne? Also es ist wirklich nicht zu heiß, aber es ist wirklich, dass es die Hände schön wärmt. Gefällt mir. Und schön ist auch diese 2 Stufen ausschalten. Übrigens auch wieder ganz einfach. Steht in der Bedienungsanleitung dabei. 3 Sekunden auf dem Anschalter bleiben, dann schaltet sich die Wärmefunktion auch wieder aus. Dann ist es wieder eine ganz normale Powerbank, die ich jederzeit nutzen kann. Hier mit 2,1 Ampere, also ohne Probleme für alle
möglichen USB-betriebenen Geräte. Ja, 5200 mAh-Stunden müssen wir noch mal hier genau erklären. Viele können mit der Größenangabe nichts anfangen. Also so ein durchschnittliches Handy heutzutage hat zwischen 2 und 3000 mAh-Stunden als Akkukapazität. Das heißt, du kannst es hier 2 bis 3 Mal komplett neu aufladen. Und das heißt, die Laufzeit deines Handys bis zu vervierfachen ist natürlich für Leute, die viel mit der Bahn unterwegs sind oder auch sonst unterwegs sind, wo sie nicht jederzeit den Zugang zu einer Steckdose haben, perfekt. Oder auch als kleines Notfall-Powerbänkchen in der Handtasche. Wenn man abends mal unterwegs ist mit Freunden und Freundinnen und der Akku geht zur Neige, dann steckt man einfach hier rein und das Handy wird wieder geladen. Und das Schöne ist, jetzt ist ja Weihnachtsmarktzeit, du bist da auf dem Weihnachtsmarkt, bekommst kalte Hände, dann nimmst du sie einfach mal in die Hand oder in die Hosentasche und steckst die Hand in die Hosentasche oder in die Jackentasche, ja, und dann wird es angenehm warm. Also das ist wirklich, das schreit doch danach, oder? Das ist der Hammer. Vor allem so edel, wie das auch aussieht. Also das kann sich echt sehen lassen, weil die meisten Powerbanks, die erfüllen halt seinen Zweck. Aber richtig schön sehen die doch nicht aus. Die ist schick, die ist funktional, die wärmt und füllt natürlich auch noch ihr Handy dann natürlich mit der Leistung, mit Strom. Und jetzt hier mit 16 Euro ist das doch ein Hammer. PX 1843 und die 569 für unsere 2-in-1 Powerbank. Und denken Sie auch daran, ich würde gleich mehrere bestellen, eben auch mal zum Verschenken. Aber hier nicht nur an andere denken, auch an sich selbst. Weil kalte Hände, das ist nichts Schönes. Und deswegen kann man das hier sehr, sehr gut gebrauchen. Und weil wir auch gerade das Handy gesehen haben, ein Handy und die Powerbank muss ja auch mal geladen werden. Und das machen wir am besten ganz, ganz schnell. Ja, mit unserem nächsten Produkt. Und ich hole es wieder mal. Unser Gadget, sind eigentlich 3 Gadgets, aber da geht es nur um die Länge der Unterschiede. Es ist ein ganz besonderes Schnellladekabel für Smartphones. Und zwar egal welches Smartphone. Das ist das Kabel. Also hier habe ich 2 originalverpackte in den verschiedenen Längen. Beginnen werden wir mit 30 cm. Aber von der Funktion her sind alle 3 Kabel gleich. Wir haben hier nur 60 und 1,20 Meter als Länge. Und das hier ist also das Grundprinzip. Klar, USB zum Laden ans Netzteil oder an den Computer. Aber das Besondere ist, was Sie hier sehen, wir haben 3 Adapter oder 3 Anschlüsse. Einmal für die Apple-Jünger den Lightning-Anschluss. Dann haben wir hier USB-C. Das haben oftmals die neuen Smartphones, Android-betriebenen und Micro-USB auch. Das sind die herkömmlichen Android-betriebenen. Und jetzt kannst du hier sogar 3 Geräte gleichzeitig laden. 5 Volt, 3 Ampere. Ja? Oder natürlich, du hast immer das Passende da, egal, ob du jetzt ein iPhone hast oder etwas anderes. Es passt immer und überall. Also einstecken, laden, fertig. Und das ist wirklich eine kleine Revolution. Und wir sehen hier jetzt auch das Kabel, erstmal Schnellladekabel. Also es geht schneller als mit herkömmlichen Kabeln. Und dann ist das so ein Textilkabel. Ja. Das hat eine ganz andere Haltbarkeit. Ja. Das stimmt, also die sind super langlebig. Wir kennen das von den Textilummantelungen. Die sind ja normalerweise immer sehr, sehr, dass die schnell auch mal kaputt gehen, ne, dass sie reißen. Und die sind sehr, sehr langlebig. Und wie edel die auch aussehen. Die sind genauso in dieser Silberoptik gehalten wie hier unsere Powerbank. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Und hier, wie gesagt, nicht nur ein Kabel, sondern eben gleich 3 verschiedene. Richtig, also hier in einem drin. Und oftmals gibt es ja verschiedene Smartphones in der Familie. Jetzt sprechen wir mal von unserer Pearl-Familie. Ich weiß, dass die Hälfte iPhones hat, die andere Hälfte hat Android-betriebene Geräte. Und bei den Android gibt es auch wieder Unterschied USB-C und Micro-USB. Das heißt, hier das Ladekabel könntest du wirklich jedem von uns in die Hand drücken. Ja. Und eigentlich nicht nur eigentlich, sondern mit Sicherheit jedem Handynutzer, weil hier sind alle Handyanschlüsse, die es heutzutage gibt, hier vorhanden. Und überleg mal, 5,65 Euro für 3 Kabel. Sie wissen doch, gerade so für die Handys, die Kabel sind immer ultra teuer. Da hast du ein einziges Kabel, dann mit einer ganz billigen Ummantelung, die eben super schnell kaputt gehen. Und hier haben Sie gleich 3 Stück, eben mit der Textilummantelung. Und das für 5,65 Euro, das ist der Hammer, oder? Also nochmal 30 cm lang, du hast jetzt das 60 cm lange. Und da haben wir nochmal genau das baugleiche 1,20 Meter lange, das kommt immer darauf an, wo ist deine Steckdose, wo möchtest du laden. Für viele wird 30 cm reichen, die anderen 60 cm. Schauen Sie einfach, welches für Sie das Passende wäre. Aber ich finde das richtig toll und man wird an dem wirklich lange Freude haben, weil es so unglaublich stabil ist durch diese Textilummantelung. Das kennt man von früher. Früher, also die Älteren werden sich erinnern, sämtliche Elektrogeräte hatten Kabel, gerade Bügeleisen oder ähnliches hatten solche Stoff, also solche
richtig. Kam, weil die länger haltbar waren. Ja. Irgendwann ist man da mal zu Komplettplastik übergegangen, weil wahrscheinlich aus Kostengründen, weil die Herstellung billiger ist. Aber hier sind wir wieder zurück und hier haben wir dann auch eine sehr lange Haltbarkeit. Das ist jetzt die doppelte Länge, die gerade für Sie eingeblendet ist, mit 6,60 Euro mit der Bestellnummer PX2459 und der 56. Und aber ganz ehrlich, bei dem Preis kann man ja auch alle drei später bestellen. Ein kurzes für zu Hause, ein etwas längeres für die Arbeit und das ganz lange vielleicht auch für die Reise. Ich meine, drei Kabel, das ist ein Schnellladekabel, allein schon für 6,60 Euro jetzt 60 cm lang, das ist schon toll. Und wie gesagt, egal welchen Anbieter an Handy Sie haben, hier kommt jeder auf seine Kosten. Richtig, es passt garantiert für jedes Handy. Und jetzt das längste, 1,20 Meter. Wer das also möchte, nochmal selbe Technik, USB auf die drei Anschlüsse, die es heutzutage gibt, USB-C, Micro-USB und Lightning-Anschlüsse. Cool. Ja, du weißt ja selber, hier, unsere iPhone-Jünger, die rennen immer rum, hat jemand ein iPhone-Ladekabel? Ja, unsere iPhone-Ladekabel sind ständig weg. Ne? Ja, ich habe dich gestern noch gefragt, hast du es gesehen? Das nehmen wir uns gleich mit, das reservieren wir, die sind auch langlebig und vor allen Dingen erkennen wir sofort, wer dann unsere Kabel geklaut hat, weil wir sehen jetzt immer, aha, die silbernen. Aber klar, bei dem Preis, ja, da kann man, Sie wissen doch selbst, man hat immer so einen Verlust an Ladekabeln, gerade, dass man die auch irgendwo mal vergisst, im Hotel oder wo auch immer. Und da kann man sich jetzt auch mal ein paar holen. Ich meine, für 7,55 Euro das teuerste, in Anführungszeichen. Da muss man ja wirklich mal sagen. Sie bekommen ja hier drei Schnellladekabel. Und das 1,20 Meter lange Kabel bekommen Sie mit der Bestellnummer PX2460 und der 569. Sehr, sehr praktisch, nützlich, sieht schick aus, ist sehr langlebig. Hier sehen Sie natürlich auch noch mal alle drei Bestellnummern in der Übersicht. Und wir machen mit etwas Nützlichem und sehr, sehr schön weiter, würde ich sagen. Und das kann eigentlich auch jeder gebrauchen. Mit Sicherheit. In der heutigen Zeit noch mehr als früher vielleicht, weil wir leben hier in einer Multikulti-Gesellschaft. Und oftmals gibt es für Gespräche, auch ob die fachlich sind oder ob das Privatbereich ist, gibt es ganz einfach Sprachbarrieren. Mhm. Ja? Und diese Sprachbarrieren, kommen wir nachher dazu. Ich war wieder ein Stück zu schnell. Aber Barrieren wären zum Beispiel auch, wenn ich meine Oma Fotos zeigen will auf dem Handy und die das gar nicht erkennt. Ist auch eine Barriere. Also Sprachbarrieren, die überwinden wir nachher. Jetzt überwinden wir die Barriere von Fotos anschauen auf dem Smartphone. Kennen Sie das auch? Wenn Sie in meinem Alter sind, die Kinder kommen und zeigen die neuesten Bilder von den Enkeln und du schaust dir das an, dann musst du erstmal die Lesebrille aufziehen und man sieht es nicht richtig. Das ist auch eine Barriere. Ja, und dann wollen noch zwei, drei mitschauen und dann ist ein kleiner Bildschirm. Das hier ist dann die perfekte Lösung. Es ist ein WLAN-HDMI-Stick, so nennt sich das. So kommt er zu Ihnen. Ich möchte Ihnen den Stick auch mal zeigen. Das ist eigentlich fast Originalabbildung, die Größe. So, und das sieht aus wie ein USB-Stick, aber der Stecker ist natürlich vorne anders. Sehen Sie das? Das ist ein HDMI-Eingang. Und das steckst du jetzt in den Fernseher, in einen freien HDMI-Steckplatz. Die modernen Handys von heute, die modernen Fernseher von heute, jetzt habe ich es, haben alle HDMI-Anschlüsse, drei oder vier Stück. Mhm. Das heißt, da ist immer einer frei. Hier reinstecken und dann verbindest du kabellos dein Handy praktisch oder auch andere Geräte, das kann auch ein MacBook sein, das kann ein Laptop sein, verbindest du kabellos mit diesem Gerät über verschiedene Technologien, die es da je nach System gibt. Und das geht in Sekundenschnelle und jetzt spiegelst du praktisch dein Smartphone, das, was du auf dem Smartphone zeigst, auf dem großen Fernseher. Mhm. Das heißt, jetzt nicht mehr auf 6 Zoll oder 5 Zoll oder 7 Zoll Bildschirm, sondern auf dem 50 Zoll Fernseher mit einer Übertragungsqualität von bis zu Full HD. Ja, und dann ist es unglaublich einfach. Und jetzt gerade an Weihnachten, wenn die Familie zusammenkommt, man möchte mal gucken, schau mal da, die neuen Fotos, die neuen Videos, ja, da waren wir in Urlaub oder wenn man allein ist, man möchte vielleicht auch mal so ein Handy-Game auf größerem Bildschirm spielen bzw. sehen. All das ist möglich. Und jetzt sprechen wir mal kurz, jetzt kommen ein paar Fachausdrücke über die Namen. Also bei Apple heißt das Mirroring, also Spiegelung. Bei Android heißt es oftmals Miracast. Und dann gibt es noch die für Laptops, die Systeme. Und egal ob von Apple oder iOS, die heißen AirPlay oder DLNA. Aber das ist die Möglichkeit, hiermit das zu verbinden. Es ist ganz, ganz einfach zu
installieren und zu verbinden. Das geht beim ersten Mal, geht es 2-3 Minuten und dann macht es das auch automatisch, sobald du diese Miracast-Funktion einschaltest bei deinem Smartphone. Das geht wie Bluetooth. Ja? Ja. Du hast auch diese Bluetooth ein- und ausschalten, wenn du es brauchst. Genauso machst du das mit dieser Spiegelung und dann ist es perfekt. Das ist unser oder einer unserer Bestseller hier, muss man sagen. Es ist klein, aber unglaublich wirkungsvoll und für Sie vielleicht genau das Richtige. Wenn Sie wissen, an Weihnachten kommen meine Kinder, kommen meine Enkel, die wollen mir alle wieder irgendwelche Fotos und Videos auf ihren Handys zeigen, dann sagen Sie, machen Sie es mit dem hier, ganz groß. HDMI geht übrigens auch an den Beamer. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Anwendung. Wenn du jetzt, sagen wir nochmal eine Hochzeit, du bist erst in der Kirche, machst mit deinem Handy jede Menge Bilder, die willst du vielleicht bei der Feier später vorführen, dann steckst du das in Beamer, verbindest dein Smartphone damit und kannst jetzt diese Präsentation auf der Beamer-Leinwand machen, kabellos, ohne daneben zu stehen. Das ist einfach perfekt. Einfach perfekt ist natürlich auch der Preis, 25,60 Euro. Gerade jeder hat ja heutzutage einen Flachbildfernseher und vielleicht haben sie ja eigentlich sich einen Smart-TV kaufen wollen, aber die sind ja echt teuer. Und somit kann ich das jetzt hier eben ganz einfach umsetzen, dass ich eben Sachen, die ich auf meinem Smartphone habe oder auf dem PC, die ich dann eben auch spiegeln kann, direkt auf meinen Flachbildfernseher. Ob das jetzt im Internet surfen ist, Shopping ist oder E-Mails schreiben oder Fotos, Videos einfach mal vom Handy aus anschauen oder eben auch YouTube-Videos, das geht ja alles damit. Und da muss man nicht erst 2.000, 3.000 Euro dafür ausgeben, sondern 25,60 Euro. Das ist ein schönes, nützliches Geschenk, was nicht nur was für die Männer ist. Da hast du absolut recht, sogar noch ein bisschen mehr für Frauen, finde ich. Also ich habe mich mal mit Vivian unterhalten. Vivian hat allein 40.000 Fotos auf ihrem Smartphone, hat sie gesagt. Oh, der Wahnsinn, aber es ist für jeden was. Und dazu muss man sagen, die hat ihr Smartphone erst ganz, ganz neu. Aber Vivian macht auch sehr, sehr viele Fotos. Und wenn auch sie viele Fotos machen oder vielleicht die Kinder, die Enkelkinder und ihnen immer mal was zeigen wollen, dann ist das natürlich auch schön, entweder als Geschenk oder für sich selbst oder eben gleich mehrere bestellen, weil bei 25,60 Euro, da ist das natürlich kein großes Geld und kein Problem, hier zuzugreifen. Der Preis ist natürlich nur 2 Stunden gültig, der TV-Sonderpreis, und auch nur exklusiv für Sie als Pearl-TV-Zuschauer. Jetzt überwinden wir die nächste Barriere, die Ralf auch schon angesprochen hat, nämlich das Thema Sprache bzw. Fremdsprache. Ja, Sprachbarrieren gibt es überall. Man möchte sich mit jemandem unterhalten, der versteht einen nicht. Ja? Mit Englisch, wenn man Schulenglisch hat, kommt man eigentlich schon relativ weit, aber über wirklich jede Sprache, naja, fast jede Sprache, kommt man mit diesem 2-in-1 Übersetzer. Und wir fangen mal vorne an. Im ersten Moment sieht nicht nur so aus, sondern ist es natürlich ein Headset. So kommt es zu Ihnen. Und ich lege es jetzt einfach mal raus, weil ich Ihnen erstmal auch noch, lass ruhig mal liegen kurz, das Zubehör zeigen will, weil man das gerne übersieht. Hier ist nämlich ein doppelter Boden drin. Ja? Also so kommt es zu Ihnen. Und da sehen Sie dann, wenn wir das aufmachen, sehen wir hier Ohrpassstücke und Halterungen und natürlich Ladekabel, weil das Ganze ist akkubetrieben, aber sehr, sehr lange Laufzeit. So, und jetzt schalten wir das ein und haben ein Headset, mit das wir per Bluetooth mit unserem einmal kurz einschalten, mit unserem Smartphone verbinden und dann können wir eben auch Musik drüber hören oder Anrufe entgegennehmen. So, und ich mache jetzt mal die App dazu auf. Da gibt es eine kostenlose App, die Sie nehmen können. Kleinen Moment, wo sind wir denn? Da sind wir. Und zwar hier. Der Translator, es wird verbunden. Die App ist kostenlos, ne? Die App ist absolut kostenlos. Jetzt habe ich gerade angemacht, jetzt wird es verbunden. Das geht jetzt 20 Sekunden vielleicht. Und jetzt kannst du aber mit diesem Gerät, kannst du problemlos Sprachen übersetzen. Und zwar, wenn ihr gegenüber eine von 30 Sprachen, die hinterlegt sind in dieser App, spricht, ist es ganz, ganz einfach. Er spricht in dein Handy. Ja? Mhm. Dein Handy übersetzt das und du bekommst die übersetzte Ansage in deiner Heimatsprache, also in dem Fall in Deutsch, auf dein Ohr und schriftlich auf dem Handy. Dann antwortest du wieder in deiner Sprache und das Handy, die App, übersetzt das, was du sagst, automatisch in die gewünschte Sprache. 30 Sprachen haben wir zur Auswahl und das ist eben das Phänomenale. 30 Sprachen, also nicht nur die europäischen, wie Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch. Wir unterscheiden sogar zwischen American Englisch und Oxford Englisch. Ja, dann natürlich auch gehen wir nach Asien, da sind mehrere Sprachen hinterlegt, auch arabische Sprachen und somit hast du keinerlei Sprachbarrieren mehr, ja, und das mit diesem kleinen Teil. Akku betrieben, also hier stundenlange Laufzeit und mit der App, die also wirklich fantastisch ist, ja, hast du keinerlei Sprachbarrieren mehr. Jetzt nur mal angenommen, Zugfahrt, dir gegenüber sitzt ein, ich sag's jetzt mal, ein Chinese, ja, und du willst
willst mit dem aus irgendeinem Grund ins Gespräch kommen, wird nicht funktionieren. Ja? Aber ja, hiermit, hier, oder er fragt dich nur die Uhrzeit, du weißt nicht, was er will, weil ich wüsste jetzt nicht, heißt, wie viel Uhr ist es auf Chinesisch. Und dann hältst du ihm einfach das Handy hin mit der Sprache und drückst kurz drauf und dann spricht er und dann übersetzt es automatisch. Und wenn du antwortest, drückst du einfach hier aufs Knöpfchen, antwortest und dann wird das sofort auf der App übersetzt. Also ich zeige Ihnen das jetzt auch noch mal kurz mit den Sprachen, dass wir das sehen mit der App. Ach, wenn wir jetzt hier aufs Handy schauen, werden wir das gleich sehen. Ich komme zu dir. Ja, gut. Schauen wir mal. So, und hier ist die Direktübersetzung. Wir haben auch Lernprogramme und Ähnliches. Und da sehen wir die Sprachen. Moment, wird übersetzt. Jawohl, nee, wird verbunden. Und hier sehen Sie die Einstellung der Sprachen. Koreanisch erkenne ich, Norwegisch, cool. Türkisch, Schwedisch. Wir haben also wirklich alles dabei. Und gehen wir mal runter. Das sind wirklich 30 verschiedene. Bleiben wir mal auf Englisch. Und jetzt kannst du das mal ins Ohr halten, weil ich spreche jetzt mal ein Englisch, was ganz Einfaches. Und da drückst du einfach hier drauf. Hello, how are you? So, und dann sagt mir das Programm, es wird übersetzt. Und jetzt bekommst du die Übersetzung aufs Ohr und ich habe sie schriftlich hier. Danke, mir geht's gut. Oder? Das ist ja der Hammer, wie schnell das auch so geht. So einfach ist das. Aber das ist wirklich toll. Ja, sehen wir das nochmal. Und du kannst sogar, wenn du es jetzt nicht gleich verstanden hast, könntest du die Ansage nochmal wiederholen. Halt vielleicht mal das Urteil an dein Mikrofon vorne dran, genau. Und jetzt wiederhole ich das nochmal. Und ich hoffe, es kommt bei Ihnen drüben rüber. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ah, machen wir nochmal. Da müsst ihr es wiederholen. Und so kann man das machen. Und Sie sehen ganz einfach die Antwort. Jetzt natürlich sprichst du ganz einfach, indem du ganz kurz einen Knopf drückst, sprichst du die Antwort, dann wird die übersetzt und oben wieder angezeigt. Es ist perfekt. Das ist der Knaller. Ja. Also es gibt ja ganz viele, die gerne mehr verreisen würden, aber das Problem ist eben die Sprache. Und es gibt eben Länder, da kommt man mit Englisch nicht weit. Ja. Und das ist eben toll, weil das verbindet auch wieder so ein bisschen. Ne? Da verbindet man verschiedene Kulturen. Ein ganz, ganz tolles Geschenk, wenn Sie jemanden kennen, der super gerne reist. Oder Sie vielleicht selbst gerne reisen. Und schauen Sie mal, 35,10 €. Es gibt ja gerade so Übersetzer, die kann man sich dann vor Ort buchen. Aber die sind richtig teuer. Und hier haben Sie Ihren privaten Übersetzer. Und das ist richtig toll. Vor allem für 35,10 €, 30 verschiedene Sprachen, hast du gesagt. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich weiß auch, dass unsere nächste Geschenkidee ganz vielen Zuschauern sehr, sehr gut gefallen wird. Das steht dieses Jahr auch wieder hoch oben auf den Wunschzetteln. Egal ob groß, klein, alt, jung, das ist was für jeden und vor allen Dingen auch unser Bestseller. Absolut, unser Bestseller, unsere modernste und beliebteste Smartwatch. Eine Smartwatch der Extraklasse, so schön kommt sie zu Ihnen. Und jetzt kennt man Smartwatches natürlich aus der Fernsehwerbung oder hat irgendwo in Prospekten mal davon gelesen und hat dann so im Hinterkopf Preise von 200 bis 400 €. So in dieser Range liegen die normalerweise. Das ist unsere modernste und beliebteste und die kostet, ich möchte das gleich mal vorwegnehmen, gerade mal 44,60 €. Sie sehen, ich starte sie jetzt live und wir sehen ganz einfach schon mal die Uhrzeit. Allerdings, ich möchte Ihnen auch, wir fangen mal klein an, was das alles ist. Ich möchte mal mit der Uhr anfangen. Ja, hier sehen wir jetzt ein schönes Outfit der Uhr. Ja, und wenn ich jetzt aber drüber wische, dann komme ich ins Outfit des Telefons. Ich nehme sie mal raus, dann ist es nämlich alles ein bisschen einfacher, weil das ist ja jetzt schon mal eine schicke Uhr der besten Qualität. Edelstahlgehäuse, ganz, ganz wichtig. Wir haben ein gehärtetes Echtglas IPS-Display. Ja, und da sehen wir es ganz deutlich. So, jetzt wische ich einmal drüber. Jetzt haben wir hier schon mal, oder Sie könnten wir schon mal erahnen, dass das hier ein autarkes Telefon ist. Du kannst vertragsfrei weltweit eine SIM-Karte einlegen und jetzt mit deinem Handgelenk telefonieren. Aber, und das wird jetzt hier deutlich, ja, wir haben eben auch eine Smartwatch. Mit dem Smartphone verbunden bekomme ich jetzt auch alle meine Nachrichten, die auf dem Smartphone landen, hier auf dieser Uhr, ja, auf meinem Handgelenk. Aber natürlich auch verschiedene andere Optionen, Anrufe selbstverständlich auch. Ich muss mein Smartphone nicht mehr aus der Tasche nehmen. Wir sehen die kinderleichte Bewegung. Und jetzt haben wir hier noch ein Highlight, was bei normalen Smartwatches gar nicht der Fall ist. Wir sehen hier unten ein Kamerasymbol und jetzt sehen wir hier oben unsere Scheinwerfer. Da ist unser Kameramann, sehen Sie es? Das ist nämlich auch eine Kamera, mit der ich jetzt Videos oder Fotos machen kann. Ja, und das ganz autark. Nebendran sehen wir das zweite Kamerasymbol. Das wäre jetzt, wenn du per Bluetooth mit deinem Smartphone verbunden bist, die Fernbedienung für deine Kamera dort. Also du musst nicht mehr einen Selfie-Stick nehmen oder Selfies aus einem Meter, sondern du hast hier bis zu 10 Metern jetzt Reichweite für Gruppenfotos. Hier sehen wir auch diese verschiedenen Symbole, die wir, glaube ich, kennen. Facebook,
Facebook, Twitter und Ähnliches. Aber da unten ist ein gehender Junge. Das heißt, hier haben wir auch natürlich einen Schrittezähler, also Fitnessarmbandfunktionen, oben Schlafüberwachung, alles hier drin. Unglaublich einfach zu bedienen, unglaublich hochwertig gemacht. Nochmal, komplett Edelstahl. Ich glaube, das sehen wir hier. Ein Echtglas mit zwar gehärtetem Echtglas, ein Display, ein IPS-Display oder IPS, sagen viele. Ja, und das ist eine Smartwatch der Extraklasse, unser beliebteste und auch damit auch beste Smartwatch. Und die war schon mehrfach ausverkauft. Wir haben jetzt noch mal eine Lieferung geordert und die kommt am 16. Also noch rechtzeitig vor Weihnachten. Mhm. Aber Sie müssen die jetzt schon bestellen, damit Sie bei dieser Lieferung am 16. mit dabei sind. Also da wirklich keine Zeit verlieren. Und glaub mir, das ist so ein Geschenk an Weihnachten, was absolut für Begeisterung sorgt. Ja, definitiv. Für 44,60 Euro, da ist natürlich auch der Geldbeutel begeistert. Die ist vertrags- und SIM-lockfrei. Sie können die eben per Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbinden oder natürlich das komplett autark nutzen als Handyuhr. Einfach eine SIM-Karte Ihrer Wahl hinein. Und das ist so cool und die erinnert uns, ich weiß, die sieht wirklich so ähnlich aus wie ein Modell, was wir alle kennen, was dann eben 300, 400 Euro kostet. Und die ist so schick, die kommt übrigens in diesem tollen Karton, den Sie vorhin gesehen haben, auch mit nach Hause, fertig verpackt, also nur noch ein Schleifchen drum. Mhm. Wobei, ob ich die verschenken würde, bin ich mir nicht sicher. Wenn ich die nach Hause bekomme, würde ich die, glaube ich, lieber selbst behalten. Weißt du, bei diesem Preis kannst du sie zweimal bestellen. Ja, noch was ganz Wichtiges, Akkulaufzeit. Das ist bei Smartwatches ein Riesenthema, noch mehr als bei Smartphones. Und hier haben wir bis zu 7 Tage Akkulaufzeit. Mhm. Das ist bei den teuren Modellen, ich glaube, da sind schon welche von der Fachpresse verrissen worden, weil wenn du da eine halbe Stunde telefonierst, ist der Akku leer. Das ist hier nicht der Fall. Ja. Also, es ist eine wunderbare Uhr mit tollem Gehäuse. Es ist ein autarkes Telefon. Ich kann eine SIM-Karte einlegen. Es ist eine Smartwatch, weil ich ja ganz einfach per Bluetooth mein Android-Handy, das ist noch wichtig, mein Android-Handy damit verbinden kann. Es ist eine Freisprecheinrichtung. Es ist eine autarke Kamera oder die Fernbedienung für meine Smartphone-Kamera. Und Sie sehen, wie einfach hier alles gemacht ist. Es ist so schön. Mitteilungen, schau mal, das kannst du auch selber vom Smartphone jetzt verfassen. Ja, du hast einen Wecker, du hast einen Schrittzähler mit Auswertungs-App. Alles mit drin, was wir wollen. Und das ist wirklich, da sehen wir auch, guck mal, die Weckerfunktion. Es ist einfach eine Uhr, die von vorne bis hinten begeistert. Und sie begeistert vor allem natürlich auch, weil so eine Hochleistungs-Smartwatch endlich bezahlbar wird. Ja, 44,60 Euro, das ist ein super Preis. Sie dürfen auch hier gerne mehrfach zugreifen. Wenn Sie mehrere Kinder oder Enkelkinder haben, ist das natürlich auch ein schönes Geschenk. Das ist das Geschenk überhaupt. Und da können wir Ihnen auch versprechen, da freut sich auch jeder. Es gibt ja manchmal so Geschenke, da denkt man dann immer, ach ja, hättest du mich mal lieber vorher gefragt, was ich mir wünsche. Aber das gehört leider nicht dazu. Aber gerade bei so einer Smartwatch, das liebt jeder. Ja? Das ist einfach der Hammer für 44,60 Euro. Was das Schlimmste ist, was hier an Weihnachten passieren kann, wenn der Beschenkte fragt, hast du den Kassenzettel noch? Ja, aber kommt aber vor, das ist gar nicht so selten. Ich habe dich auch schon gefragt, weil wenn du eben vorher nicht, gerade wenn du jetzt Menschen vorher nicht lange nicht gesehen hast, wie jetzt meine Eltern, und die wissen gar nicht mehr, ja, was mag ich überhaupt, ne? Dann lieber werde ich vorher gefragt. Und deswegen hier machen sie einfach alles richtig, derzeit vergriffen, aber kommt in wenigen Tagen wieder. Und auch hier etwas, was auf jeden Fall jeden begeistern wird, vor allem für den Preis. Das ist ja auch so ein Haben-Wollen-Gadget, oder? Will wirklich jeder haben. Wir müssen also diesen Koffer, das ist kein Geldkoffer, sondern das ist der Spielkoffer. Aber genauso gut. Für uns Erwachsene. Ja, für uns Erwachsene. Es ist eine Drohne, also ein Quadrocopter der Extraklasse. Und Sie sehen, ist faltbar, beziehungsweise auseinander zu falten. Und da sehen wir, die ist schon richtig mächtig. Und erkläre es Ihnen jetzt ganz kurz hier nur am Gerät, weil ich will die unbedingt fliegen lassen. Wir sehen hier vorne eine Kamera, 4K-Auflösung, also ultrascharf, schärfer geht nicht mit Weitwinkel. Und unten dran eine zweite Kamera. Und die ist ganz wichtig für das Flugverhalten. Das nennt sich nämlich Optical Flow, dieses System. Und Sie sehen, ich habe die ja gerade aus der Verpackung rausgeholt. Und jetzt machen wir die mal an. Und dieses Optical Flow sorgt dafür, dass sie unglaublich stabil in jeder Höhe, in jeder Lage fliegt. So, einmal den Knopf drücken, ein zweites
zweites Mal und dann macht sie kleine Geräusche und jetzt ist sie schon verbunden. Jetzt muss ich hier, ach, du hast hier gerade ausgeschaltet, guck mal, macht nichts, machen wir wieder an. So, und jetzt piep, piep, ist verbunden, das ist toll. Auch hier die Fernbedienung schön. Unten gibt es übrigens noch eine Halterung für Smartphone. Das verbindet man mit einer kostenlosen App und schaut dann aus der Flugzeugperspektive, aus der Pilotenperspektive zu. So, jetzt mache ich das sogar mal über Kopf. Wir drücken hier die Starttaste. Ja, Sie sehen, Sie sind live dabei. Starttaste einmal gedrückt, Propeller laufen, ready to take off ein zweites Mal. Und jetzt siehst du auch schon, die beginnt sehr, sehr stabil. Die sucht sich die Fluglage. Stimmt, die hier jetzt stabil, in ungefähr 2 Metern Höhe. Ja, das kann ich aber jederzeit verändern, aber da bleibt sie. Ja, und die ist unglaublich stabil. Und jetzt kann ich aber bis zu 120 Metern hoch und 500 Meter Streckeentfernung fliegen. Mhm. Ja, und habe die immer noch im Griff. Dann werde ich sie vielleicht nicht mehr sehen, aber dann kann ich natürlich über die Kamera auf meinem Smartphone die steuern. Und die ist GPS gesteuert. Ich kann die sogar über die Kamera, die hier drin ist, ein sogenanntes Objekt-Tracking machen lassen. Okay. Das heißt, ich kann mir auf der Kamera ein Objekt, meistens bin ich das dann, markieren und dann folgt mir die Drohne automatisch. Ich kann vorgegebene Flugrouten ausgeben, aber am meisten Spaß macht es, sie selber zu fliegen. Und dann drehen wir sie mal rum, ja, und du siehst, die ist unglaublich stabil. Was sie auch kann, guck mal, so, das ist bei meisten, ich gehe jetzt extra mal runter, fast auf den Boden, ja, und du siehst, die fliegt unglaublich stabil und gleicht den Boden aus, ja, und zwar kurz vor unserem Schrank, das macht nichts, weil du hast die immer 100% unter Kontrolle. Also hier im Studio, schon ein Traum, die zu fliegen, aber wirklich unbeschreiblich wird es, wenn sie rausgehen. Schönes Wetter und dann fliegen sie mal. Und zwar hier 25 Minuten Flugzeit. Das ist außergewöhnlich. Oh, wow. Also Drohnen mit diesen Optionen, die kosten gerne mal 1000 Euro. Das ist wirklich keine Seltenheit. Ich wollte gerade sagen, ja. Bürstenloser Motor ist auch noch wichtig. Der ist so gut wie verschleißfrei. Mhm. Das heißt, wir werden ganz, ganz lange Freude haben. Und du siehst, ich mache ja jetzt gerade gar nichts. Die Drohne macht das alles von ganz allein. Und jetzt ist es auch für Anfänger nicht schwer, diese Drohne zu fliegen. Gehen wir mal wieder ein bisschen höher, dass wir das direkt vor unseren Augen haben. Guck mal. Und jetzt gehen wir mal auf Augenhöhe. Guck mal. So. Und jetzt mache ich schöne Aufnahmen von dir. Bitte lächeln. Juhu. Ja, also das ist schön. Wir können uns umkreisen. Wir können wirklich alles machen mit dieser Drohne. Und das ist das, was viele gesucht haben. Also wir hatten schon viele Quadrocopter, Drohnen, Hexakopter im Programm. Da waren schöne Geräte dabei. Aber das hier schlägt alles. Ja, weil es so phänomenal sicher in der Luft ist. Ja. Also auch hier die Rückholfunktion. Wenn du jetzt mal 500 Meter weg bist und Aufnahmen gemacht hast, dann holst du die einfach wieder per Knopfdruck zu dir zurück. Start-Lande-Automatik. Es macht unglaublich viel Spaß. Das merkt man schon. Und es macht dann auch Spaß, wenn die so stabil in der Luft liegt. Ja? Ja. Also wenn es zum Beispiel auch mal ein bisschen windiger draußen ist, macht es ja gar nichts. Die ist ultra stabil und es merkt man auch schon, was sie hier für einen Wind produziert. Also das ist, da ist richtig Qualität dahinter. Und ich meine, ganz ehrlich, man sieht die ja überall momentan, auch in Berlin, ja. Wenn du da wirklich in so einem Park bist und da hat jemand so eine Drohne, da steht da eine Menschenmasse herum, die wollen alle sehen und staunen und da ist man meistens nicht lange allein. Wollen sie das nicht auch haben? Haben sie da nicht auch schon mal mit den Gedanken gespielt? Und das ist auch das Schöne, da kannst du auch mal so richtig coole Aufnahmen machen, zum Beispiel auch von dem Grundstück, von dem Haus von oben. Also das macht schon richtig tolle Bilder auch, ja. Boah, Hammer. Siehst du? Und jetzt mache ich auch ohne Landeautomatik eine ganz, ganz sichere Landung am Ausgangspunkt. Bravo! So einfach kann das sein. Und jetzt, wenn ich wieder starten will, das ist ja auch nochmal, guck mal, hier, ein Knopf, zweiter Knopf, hoch. Ja, und dann geht sie eben gleich wieder in die Luft. Und das macht so viel Spaß. Jetzt muss ich sie leider wieder abgeben, weil wir das nächste Produkt haben. Gibt's sie mit dazu? Ja, der ist mit drin, alles mit dabei. Und einmal aufladender Akku, 25 Minuten Akku, Laufzeit oder hier, Laufzeit, Flugzeit. Ja, und dann kann der Spaß losgehen. Und üben Sie es gleich draußen. Da macht es besonders viel Spaß. Es ist für mich die beeindruckendste Drohne, die wir jemals im Programm hatten. Na, vor allem für den Preis. Die kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers 600 Euro. Jetzt bei uns für 237,45 Euro. Versandkostenfrei mit Zubehör, mit diesem stabilen Koffer, damit die auch immer weich gebettet ist, ihre Drohne. Und die macht wirklich super Aufnahmen in 4K. Das ist der Hammer. Und da geht man dann auch mal, wirklich, oder da legt man dann an Heiligabend
Abend auch direkt los. Also das, da will man nicht lange sagen, auch schön, danke, die will man schnappen und raus damit gehen, oder? Das ist auch sowas, was sich die großen Jungs mal selber gönnen können, ja. Weil sowas macht unglaublich viel Spaß und zu Weihnachten darf man sich auch mal selber was gönnen. So, jetzt kommen wir aber zu einem absoluten Bestseller bei uns und unsere geprüften Leasingrückläufer, wirklich der Bestseller der geprüften Leasingrückläufer, das ist nur ein Problem. Wir haben die immer nur in begrenzter Stückzahl. Das heißt, auch dieses traumhafte Gerät wird bald ausverkauft sein. Wer es noch will, muss schnell bestellen. Und die Bestellnummer hierfür ist die REF 4060 und die 569. Aber warum ist der jetzt so günstig? Wir sehen ja hier schon den Preis von 419 Euro. Ist das nur ein Dummy? Nein. Also erstmal, natürlich sprechen wir darüber, was ist ein geprüfter Leasingrückläufer. Es ist kein nagelneues Gerät. Es ist ein Gerät, das von einem Neugerät fast nicht zu unterscheiden ist. Das heißt, dieses Gerät war schon mal von einer großen Firma geleast. Nach dieser Leasingzeit geht es zurück zu unserem Partner, einem der größten europäischen Refurbisher, und wird dort auf Herz und Nieren überprüft. Und wenn alle Prüfschritte mit 1A-Bewertungen abgeschlossen werden, dann kommen die Rechner für uns in Frage. Dann wird noch ein nagelneues Betriebssystem, hier in dem Fall Windows 10, mit aufgespielt. Und dann können Sie sich sicher sein, dass Sie hier ein Gerät haben, das von einem Neugerät fast nicht zu unterscheiden ist, aber zum Bruchteil des Neupreises. Weil hier haben wir einen Neupreis von diesem wirklich traumhaften Gerät. Warum das so traumhaft ist, komme ich gleich. Von 1.399 Euro. Und das haben wir jetzt fast 1.000 Euro weg. Das ist also wirklich sensationell, der Preis. Ja. Also der Preis ist wirklich konkurrenzlos. 419,95 Euro. Das ist ja nicht wie auf einer Verkaufsplattform, wo man sich so einen Computer ersteigert. Da heißt es ja auch immer, gekauft wie gesehen, wenn hier was ist, haben Sie eben auch die 24 Monate Gewährleistung. Wichtig, die Handhabung ist genau wie beim Neugerät. 24 Monate Gewährleistung, neues Betriebssystem, Antivirensoftware. Aber wir schauen mal kurz, bevor wir zu den Details kommen, auf Pearl.de, damit Sie sehen, was Sie heute wieder sparen, exklusiv als Pearl TV-Zuschauer. Guck mal, ich finde ja online schon einen super Preis von 440 Euro. Jetzt bei uns haben wir 20 Euro gespart für 419,95 Euro. Versandkostenfrei, hatten wir gesagt. Aber Sie haben noch nicht alles gesehen, was er kann. Das ist ein Hammer, wirklich, das ist eine Granate. Genau, sprechen wir erstmal über den Laptop selber, ein HP, also ein Markengerät mit einem i5-Prozessor, also modernste Prozessorentechnologie. Wir haben 8 GB Arbeitsspeicher, auch das weit über der Norm, und eine ultraschnelle SSD-Festplatte. Ja, also 256 GB groß. Das sind herausragende Werte für einen Laptop. Jetzt kommen wir etwas, was eigentlich kein Laptop hat. Wir haben nämlich 2 Full-HD-Kameras. Da steht nur Webcam. Ja, ich zeige Ihnen aber gleich, warum 2. Bluetooth-Fähigkeit, UMTS-Fähigkeit, also auch über LTE ins Internet gehen, geht hier auch. Aber was hier das Herausragende ist, ist, es ist nicht nur ein Tablet-PC oder ein Laptop, sondern auf Knopfdruck auch ein Tablet. Und zwar ein autarker Hochleistungsrechner, also ein Tablet mit den Werten eines Laptops. Knopfdruck ist ganz einfach hier, ist eine Arretierung, die ich löse. Und jetzt siehst du, habe ich den Bildschirm alleine in der Hand. Und jetzt kann ich hier ganz einfach durch den kapazitiven Bildschirm alles machen, so wie ich will. Wir gehen mal wieder auf die Kachelansicht, dann sehen wir das besser. Ja, hier ganz einfach. Knaller, Kamera aufmachen, alles. Natürlich Automatikdrehung, alles, was ich möchte. Ja, und das ist eben das Faszinierende. Ein Tablet ist oftmals ein abgespeckter, sehr abgespeckter Laptop. Mhm. Ja, die haben oftmals nur 1 oder 2 GB Arbeitsspeicher, einen kleinen Speicher, 16, vielleicht 32 GB. Und auch der Prozessor ist nicht gerade der Beste. Hier haben wir das Beste vom Besten von HP, also i5-Prozessor nochmal, 8 GB Arbeitsspeicher, SSD-Festplatte mit 256 GB und das jetzt alles im Tablet. Und wenn ich dann wieder einen Laptop draus machen will, dann gehe ich einfach wieder hier dran. Und du siehst, das ist auch von hinten recht einfach zu bewerkstelligen, einmal einrasten und jetzt sehen wir auch wieder die Laptop-Ansicht. Allerdings sehen wir hier auch, guck mal, der Bildschirm ist weiterhin kapazitiv, also auch wenn du ihn jetzt als Laptop wieder verheiratet hast, kannst du trotzdem mit den Fingern auf dem Bildschirm arbeiten, aber bequem auch das Mauspad und die Tastatur benutzen. Und jetzt wird es, glaube ich, klar, was das Außergewöhnliche an diesem wirklich tollen, tollen Gerät ist und warum es uns förmlich aus den Händen gerissen wird. Deshalb sind wir sicher, dass wir das nicht, also dass es lange vor Weihnachten noch ausverkauft wird, wahrscheinlich in den nächsten 2 Tagen. Wir haben es gerade gesehen, extrem begrenztes TV-Kontingent. Also das heißt, da könnte jetzt
Da könnte wahrscheinlich passieren, dass jetzt während der Sendung noch ein Balken durchgeht, je nachdem, wie viele von Ihnen sich jetzt für das Gerät entscheiden. Ich meine, man bekommt für 419 Euro ja schon fast wie zwei Geräte. Unser Notebook plus dann eben auch mal ein Tablet-PC. Das ist der Hammer. Und wir reden hier nicht von irgendeinem Gerät, was man im Supermarkt überall bekommt. Es ist ein HP, es ist ein Markengerät. Sie haben davon lange, lange Freude. Und nochmal, wer jetzt hier geprüfte Leasing-Rückläufe kauft, Sie verkaufen keine veraltete Technik. Das müssen wir nochmal ganz klar dazu sagen. i5-Prozessoren, das ist das Neueste, was es momentan eben auf dem Markt gibt. Sie kaufen keine veraltete Technik und da wird auch, Sie haben es gesehen in dem kleinen Film, da wird nicht mal eben mit einem Läppchen über die Tastatur gewischt. Hier wird alles überprüft, Hardware und Software. Und wenn irgendetwas sein sollte, Sie haben 24 Monate Gewährleistung. Sie gehen kein Risiko ein, ganz im Gegenteil, Sie machen alles richtig. Richtig. Und deshalb mein Lieblingssatz, wenn es um Leasingrückläufer geht, Leasingrückläufer kaufen ist cleveres Kaufen. Beweisen Sie, dass Sie clever sind. Geben Sie jetzt für so ein wunderbares Gerät eben nicht 1.300 Euro aus, sondern gerade mal 419 Euro. Kommt natürlich auch Porto- und versandkostenfrei zu Ihnen und Sie werden viel Spaß haben. Egal, ob Sie es als Laptop benutzen oder als Tablet. Nochmal, wie einfach das geht. Jetzt im Moment ist es ein Tablet. Und Sie sehen auch, es wechselt dann auch automatisch auf diesen Tablet-Outfit. Und natürlich auch hier der kapazitive Bildschirm. Es ist einfach Technik, die von vorne bis hinten begeistert. Und wenn es auch Sie begeistert, dann können wir nur dazu raten, schnell zu sein. Sie sehen es gerade noch mal eingeblendet, ein begrenztes TV-Sonderkontingent. Das heißt, auch wenn die geprüften Leasing-Rückläufer weg sind, dann bekommen wir die auch nicht mehr nach. Die bestellen aber noch mal die REF 4060 und die 569 und jetzt sind Sie gefragt. Wir hatten wirklich für jeden was dabei, von kleinen Spielereien bis hin zur großen, tollen Technik. Rufen Sie uns ganz schnell an, sichern Sie sich die TV-Sonderpreise, die gelten nur 2 Stunden. Und dann wünschen wir dieses Jahr Ihnen natürlich eine schöne Bescherung, nur glückliche Gesichter. Und Sie werden denken, Mensch, ich habe alles richtig gemacht. Genau. Viel Spaß damit.